2 in Richtung Hannover zwischen Floto West und Porta Westfalica. 5 Minuten on top. Blitzer! Berichtete 30 Jahre lang über die Landespolitik und begründete unter anderem die Landespressekonferenz mit Vorbild für die Bundespressekonferenz. Zick sei unbestechlich, gehe den Dingen auf den Grund und fühle sich immer der Wahrheit verpflichtet, so das Kuratorium. Kritik löste die Wahl Zicks aus, weil er neuen Erkenntnissen zufolge Mitglied der NSDAP war. Er selbst bestreitet, der Partei beigetreten zu sein. Andrea Heusinger berichtete. Money.